Dabei sein, Räume entdecken, initiativ werden, Nachbarschaft leben, kurz drin. Unter diesem Motto unterstützt die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau Projekte, um wachsender Armut und Ausgrenzung konkrete Ideen entgegenzusetzen. Das hat die Synode am Freitag beschlossen. Rund 3 Millionen Euro können die Gemeinden für ihre Projekte beantragen. Und ein Umdenken ist erforderlich, damit wirklich alle an den Angeboten der Kirchengemeinden teilnehmen können. Ein Problem ist, dass wir selbstverständlich dazu übergehen, dass wir Angebote haben, für die wir Eintritt nehmen. Dass wir Angebote haben, in denen wir auch darauf gucken, wie bekommen wir potenzielle Spender. Und dass wir darüber aus dem Blick verlieren, dass wir damit Menschen ausschließen, die eben genau das nicht bedienen können. Am Nachmittag hat die Synode einen neuen Dezernenten für Personal bestimmt. Jens Böhm ist seit 1992 Pfarrer der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Zuletzt hat er sich besonders für den theologischen Nachwuchs der Kirche engagiert. Im Südwestrundfunk ist er mit eigenen Andachten und Sendungen zu hören. Und ab sofort ist er für die knapp 22.000 Beschäftigten in der EKHN verantwortlich. Noch eine Personalie hatte die Synode zu klären. Die Stelle des Propstes in Südnassau ist frei geworden und soll neu besetzt werden. Sigurd Rink wechselt als Militärbischof der Evangelischen Kirche in Deutschland nach Berlin. Der militärische Einsatz ist immer nur die Ultima Ratio. Das darf gar nicht der Regelfall sein, sondern kann wirklich nur der allerletzte Schritt sein. Und an der Stelle moderierend und mäßigend zu wirken, dass Menschen vor allem auch in Richtung der Entwicklungszusammenarbeit denken und nicht so stark in militärischen Kategorien, das ist ganz wichtig.